Schmutzspuren auf dem Betttuch, als ob es jemand mit ungewaschenen Händen angefasst hätte oder gar mit schmutzigen Stiefeln darauf getreten sei. Reste von Erde. Das Leben ist oft so schmutzig wie dieses Tuch. So schmutzig wie die Geschäfte, die auf Kosten der Ärmsten gemacht werden. Das Hungertuch zeigt das Röntgenbild eines Menschen, dessen Fuß bei Demonstrationen im Oktober 2019 schwer verletzt wurde. Die Proteste auf dem Platz der Würde in Santiago de Chile richteten sich gegen die soziale Ausbeutung durch Großkonzerne. Über 1000 Menschen wurden verletzt, 5 kamen zu Tode. Es gab schätzungsweise 7000 Verhaftungen. Erdspuren auf dem Betttuch. Sie erinnern mich an die Wirklichkeit. Wir leben auf einer Erde, auf der Menschen niedergemacht, verletzt und getötet werden. Wir leben auf einer Erde, die uns andererseits Wasser und Luft, Flüsse und Meere, Pflanzen und Tiere schenkt. Erfreut entdecke ich auf dem Bild die goldene Blüte. Oder ist es ein Stern? Ein Zeichen vom Himmel? Ich hoffe, dass es nicht nur eine Illusion ist. Ich hoffe, dass es die Spur eines Himmels ist, der sich über uns auftut. Spuren Gottes, der auch auf die Menschen mit gebrochenen Füßen und gebrochenen Herzen ein Auge wirft und ihnen Heilung zusagt. Der uns Mut macht im Kampf um Gerechtigkeit und Chancengleichheit, der eine bessere Zukunft verheißt. Wer sich die Hände nicht schmutzig machen will, bleibt unberührt und heimatlos. Schreib es in den Staub. Lies. Die Hoffnung wurde Mensch. Jede und jeder von uns erlebt die Wirklichkeiten des Lebens sehr unterschiedlich. Allen gemeinsam scheint mir die Sehnsucht nach Veränderung, der tiefe Wunsch nach Erneuerung zu sein. Ein kleiner Vers aus der Bibel, aus dem Zweiten Testament, formuliert es. Wir erwarten gemäß seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt. Zugegeben, ein wenig nüchtern und auch widerspenstisch klingen für mich diese Worte aus dem zweiten Petrusbrief. Ich will nicht, dass alles nur beim Alten bleibt. Ungerechte und unmenschliche Systeme, diskriminierendes Verhalten, ausbeutende Verhältnisse. Menschen stehen zu Recht auf und ein für
für eine neue Erde. Sie öffnen ein Stück weit den neuen Himmel, der verheißen ist, hier und jetzt. Ein Grund ist, ich möchte leben und du sollst auch leben. Ein weiterer Grund liegt für mich begründet im Vertrauen in dem, wovon Jesus erzählt hat. Vom Reich Gottes, das aufgeht wie eine Blüte, und dessen Gerechtigkeit. Es geht um einen erneuerten Umgang mit der Schöpfung und unter den Menschen. Das Bild vom neuen Himmel und von der neuen Erde möchte dazu ermutigen. Es heißt eben nicht abwarten und Hände in den Schoß legen. Vielmehr, mit meinen Möglichkeiten möchte ich anpacken und zupacken, dass ein neuer Himmel und eine neue Erde heranwachsen können. Gehen Sie mal für sich ein wenig auf Spurensuche. Wo erfahren Sie es für sich, dass der Himmel und die Erde neu heranwachsen? Und was möchten Sie vielleicht ganz konkret tun in Ihrem eigenen Umfeld? Zu sorgen für eine gerechte Welt. Wenn es möglich ist, dann sprechen Sie miteinander darüber. Wir beten. Erde und Himmel, warum liegen Sie im Streit? Warum wird die Erde benutzt, beschmutzt, ausgebeutet? Warum werden Ihre Ressourcen schamlos und schonungslos zu Geld gemacht? Warum werden Tausende von Pflanzen und Tierarten ausgerottet? Warum werden Menschen gefoltert? Warum wird ihre Würde mit Füßen getreten? Warum all die schmutzigen Geschäfte, in denen sich Mächtige bereichern, ohne Rücksicht auf die Menschlichkeit? Es ist doch unsere Mutter Erde, auf der wir leben. Die Erde, die du, Gott, uns anvertraut hast. Wir sehen Hoffnungszeichen. Wir sehen einen Stern aufgehen über der verletzten Welt. Es ist dein Stern, Gott, auf den wir hoffen. Du verleihst uns Mut und Kraft, die Getretenen und Gebrochenen zu stärken. Du schenkst uns den Mut und die Kraft zur Liebe. Still the Becher.